Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls hier auf der Nintendo Switch. In der letzten Folge haben wir uns in den Dämonenruinen umgesehen, allerdings habe ich das orangene Tor nicht gefunden. Was ja auch nicht so schlimm ist, aber ich habe mir gedacht, wir suchen dann hier nochmal alles ab, wo wir den Feuerdämon besiegt haben. Denn da gab es ja vor dem Feuerdämon eine Abzweigung und die suchen wir jetzt mal auf. So. Kommen wir hinterher? Jetzt lassen wir die mich am Leben. Okay. Ah! Bin ich dumm? So. Die Abkürzung mit dem Fahrstuhl ist natürlich super. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass es hier auch noch einen anderen Weg gab. Gut, wenn die beide hintereinander kommen. Unser Schwert hat eine gute Reichweite. So, hier war der Feuerdämon. Ich meine, man konnte da hinten noch, wo wir reingegangen sind, gab es noch einen anderen Weg noch. Oder bin ich jetzt verkehrt? Ich meine, ja. Da sind wir nicht runtergegangen, weil wir dachten, wir gehen erstmal durchs Tor. War das überhaupt hier? Doch, hier. Hier konnte man auf jeden Fall runtergehen. Wir lassen uns einfach die rollenden Fässer auf uns zukommen. Ne, die kommen nicht. Dann gehen wir hier längs. Was denn jetzt? Sie kommen nicht. Okay, weil hier kann man auch irgendwie hin. Eigentlich weiß ich nicht wie. Vielleicht mit einer geherzten Rolle? Nein. Okay, haben wir jetzt mal, haben wir viel Leben verloren. Sollen wir ein bisschen uns heilen? Nochmal. So, weiter geht's. Hinten ist eine Tür. Vielleicht können wir die Tür hier öffnen. Wahrscheinlich nicht. Ist ja. Oh, was ist denn? Oh, die haben wir noch nicht gehabt. Ich die auch gar nicht erwischt. Da. Nein, ich wollte mich nicht heilen. Ah, verdammt. Ich weiß auch nicht, wie stark die sind. Testen es mal. Okay, nicht besonders stark. Noch einer irgendwo, ne? Nö. Okay, dann öffnen wir das Tor mal. Das war ja klar. Na gut. Ah, da ist noch so ein Viech. Können wir hier hochkommen wieder? Ja. Ich höre mehr Schritte. Aber ich glaube, ich höre das nur so auf. Okay, hier kommen wir wieder hoch. Aber da drüben, da liegt ein Item. Das habe ich gerade eben schon gesehen. Komme ich dann da ran? Muss ich da vielleicht ein bisschen mehr springen? Warte mal. Schau das an. Sogar hin. Okay. Da. Oh. Ein Seele. Und wie kommen wir wieder runter? Oder können wir auch da wieder zurückkommen? Zurück komme ich hier nicht, doch. Aber da komme ich ja nicht hoch. Hier wieder runter. Komm ich am Baum hier? Ja. Das war ein harter Sturz mal wieder. Heilen. Und dann gehen wir nochmal da hoch. Wo? Oh. Perfekt. Gut. Nach rechts gehen wir, links gehen wir nicht. Das kennen wir ja alle schon. Also wir gehen hier wieder zurück und gucken mal, ob wir hier irgendwas finden. Da gab es hier draußen auch noch einen Weg. Schauen wir mal kurz. Ganz clever wieder geheilt. Okay, jetzt kommen beide auf mich zu. Zumindest der Große kommt auf mich zu. Kommt der hier nicht rein?
Anscheinend nicht. Oh! Hat er mich. Ach Mist, ich krieg den da nicht getötet, da den Heini. Komm her, du. Da. Haben wir einen Schlag bekommen. Komm her. Oh, nicht getroffen. Aber vielleicht so. Auch nicht. Hier kann man sehen, liegen noch meine Sachen da unten, vom letzten Mal, als ich gestorben bin. Können wir nochmal holen. Noch andere Wege? Ich meine, hier unten war irgend so ein Viech, was da gleich rauskommt, genau. Ah, jetzt kommen erstmal die rollenden Container. Oh, da kriegen wir unsere Sachen noch hier? Ja. Okay, also hier gibt es auch noch einen Weg. Ah, okay, da ist noch so ein Dämon. Na gut. Probieren wir mal. Okay. Das war zu hart. Okay, jetzt müssen wir aufpassen und was trinken. Weil du drunter schwimmt. Oh nein! Er hat mich getroffen. Aber ich treffe dich. Was trinken? Ach, da steht noch so einer. Oh mein Gott. Na gut. Müssen wir nochmal hinzukommen? Lieber noch was? Wird auch immer schmaler hier der Weg. Ja, das war natürlich dumm. Schade, schade, schade. Der hat uns ganz gut erwischt. Probieren wir nochmal. Frage, wo wir landen eigentlich? Hier. Natürlich ein mega Weg. Aber wir können hier schnell zurücklaufen. Und den Fahrstuhl benutzen. Da ist er. So, hier gibt es auch eine kleine Abkürzung. Also man kann ein bisschen Schaden in Kauf nehmen, wenn man hier runterspringt. So. Und dann müssen wir hier nochmal die ganzen Leute besiegen, leider. Das ist natürlich ärgerlich. Auch nicht getroffen. Oh! Oh shit. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Steh auf! Puh. Das war ärgerlich. Feuer und den Schlag abbekommen. Schild noch gehabt, Gott sei Dank. Kannst du ihn nicht mit dem Feuer auch ein bisschen bekämpfen? Okay, es wurde nichts. Na komm. Oh. Hab mich leider ganz gut erwischt. Oh.
Oh, ich dachte, ich kriege ihn noch einmal geschlagen. Falsch gedacht. War ja noch so ein Dämon. Die müssen wir wahrscheinlich. Den muss ich wahrscheinlich den Weg weglocken, weil sonst kriegen wir den nicht gepackt, glaube ich. Den müssen wir hier irgendwo bekämpfen. Ah, er kommt nicht. Na gut. Warum soll ich es mir schwer machen, wenn es auch leichter geht? Oder? Ist ja richtig. Soll ich meinen anderen hierher locken? Ein bisschen. Aber ich den Kampf unnötig zu machen, ist ja Quatsch. Ach Mann. Nein, Feld verschließe ich immer. So. Was die da bewacht haben. Eine Kiste. Uah. Ach man, diese blöden Viecher, ey. Keine Schwachstelle? Sie hat mich einmal im Mund gehabt und mich komplett zerkaut. Deswegen weiß ich nicht, ob es so gut ist, gegen den zu kämpfen. Wer war da? Oh. Ah! Meine Falle. Versuchen wir dran vorbeizurennen. Klappt. Oh, von hier ist es, glaube ich, besser zu kämpfen. Hör mal auf hier. Meine Flamme entlud. Okay. Ich sind die von hier ja ein bisschen anfälliger für meine Pfeile. Nee. Also, ich versuche einfach dran vorbeizurennen. Na, echt viele. Obwohl, kann ich von hier nicht auch töten? Oh. Nicht so schön. Ah! Waffe in Gefahr? Was ist das denn? Okay. Okay. Viele Punkte geben die ja nicht gerade. Pass auf. Oh, verdammt. Weg, 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 weg. Oh, ich wollte eigentlich dran vorbei huschen. Das klappte wohl nicht so gut. Ich lasse die einfach mal. Die stören mich auch nicht so wirklich. Denn da hinten gab es ja nichts mehr. Okay. Sind wir hier vorbei? Haben wir auch geschafft. Hm. Aber noch einen Weg sehe ich hier nicht.
Können wir auch vorbeirennen? So, gehen wir nochmal hier rein. Irgendwas müssen wir übersehen haben. Also den Weg haben wir gegangen, da ging es nicht weiter, da gab es ein Tor. Was gibt es hier denn noch? Diese Bäume, ne? Sind auch so ein bisschen im Weg, die Bäume, muss man sagen. Tschüpp. Wo das sich gerade in Bewegung war. Aber waren wir unten schon mal? Ich glaube, wir waren noch gar nicht unten, ne? Kann das sein? Wir sind nach oben gerannt. Wir sind nach unten. Hier ist ein Leuchtfeuer. Das ist natürlich sehr cool. Und da unten ist ein graues Tor. Das ist natürlich weniger cool. Gut, rasten wir mal kurz. Und Rüstung reparieren. Gut. Hier noch irgendwas? Ne, hier geht's runter, den Baum. Wir gehen da mal rein. Das Coole ist ja, wenn das jetzt ein Boss ist, ist der Weg zum Boss ja nicht wirklich weit. Das ist ja sehr cool mal. Sonst hat man ja mal ellenlange Wege, finde ich. Aber das wäre ja ziemlich cool. Aber wahrscheinlich ist es nur ein graues Tor, was uns irgendwo reinführt in die neue Welt. Gucken wir mal kurz, ob es hier noch irgendwas zu finden gibt. Oft versteckt sich ja dann doch irgendwie das ein oder andere. Ne, hier ist nichts. Okay. Sind auch Baumwurzeln hier, ne? Ganz schön fette Baumwurzeln. So, gucken wir uns den Boss mal an da drin. Das orange Tor müssen wir nochmal irgendwann finden. Das haben wir immer noch nicht gefunden. Okay. Durchschreiten wir den Nebel. Eine Zwischensequenz. Eieiei. Das ist ja mal ein hässliches Viech. Das ist so eine Feuerhydra oder sowas. Oder sind das keine Köpfe? Doch, sind alles Köpfe, oder? Oh, scheiße. Na gut. Viel Platz haben wir ja nicht zum Kämpfen. Heißt, ich muss ihn hier besiegen irgendwie. Okay, ich kann gar nicht sehen, ich kann ihn gar nicht anfallen, richtig. Ein bisschen nervig. Jetzt aber. Okay, ein Schlag verpasst, super. Schnell weg. Oh nein. Ah, verdammte Axt. Hier. Was trinken? Oh. Ich sehe hier überhaupt nichts irgendwie. Ich muss mal dieses automatische Ding ausstellen da. Das bringt nämlich gar nichts. Oh, verdammte Axt. Oh. Schwanz ist ab. Okay. Jetzt haut der orange verkohlte Ring nicht mehr auf. Okay, jetzt hat er mich richtig erwischt. Jetzt, oh, jetzt ist er noch ein Feuer. Nein, nein, raus, 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 raus. Schon was trinken. Ja, aufstehen. Ich sehe hier gar nicht. Er hat mich. Ach, deswegen sehe ich nichts. Kann ich hauen? Ne, kann ich nicht. Bring mir schnell was. Okay, da hat er mich aber gut geblockt. Ja, das war's. Okay.
1000 Punkte gibt's für den, okay. War wohl doch kein richtiger Boss, oder was war das? Ich hätte gedacht, es gibt mehr. Menschlichkeit, Heimkehrknochen, perfekt. Okay, wir haben orangen verkohlten Ring. Wofür ist der gut? Den schauen wir uns gleich mal an. Reduziert Lavaschaden, das ist natürlich sehr gut. Das heißt, wir nehmen den mal rein. Ja. Jetzt haben wir diesen hier. Dann ist der ja wohl wesentlich besser. Und das teste ich auch gleich mal ab, indem ich hier reingehe. Ah, okay. So können wir auch zu verschiedenen Stellen kommen. Ich würde sagen, wir gehen mal darüber. Und dann sieht so aus, ob man da irgendwo hinkommt. Obwohl, wir gehen erstmal hier längs. Da liegt nämlich noch eine Leiche. Das ist ja cool. Eine grüne Scherbe. Zwei sogar. So. Sehr geil, sehr geil. So, und das da hinten sieht für mich aus wie, als wenn wir da irgendwo rein können. Also prädestiniert für ein Tor wäre das, oder? Oder gegenhaut und das weggeht. Bin gespannt. Hätte ich jetzt gedacht. Aber ist es nicht. Okay. Da irgendwas anderes, wo man hin kann? Auch noch dahinter im Berg gehen irgendwie? Ne, da kommt man nirgendwo hin. Hat so ein bisschen was von Castlevania auch, mit so ein paar Sachen, um irgendwo hinzukommen, hat man das. Jetzt ärgere ich mich natürlich, dass wir den Typen hier nicht vorbesiegt haben, dann hätte man auf jeden Fall sich viel Leben erspart beim bei dem Item, bei der Glut holen, aber naja, egal. So. Gut, der ist besiegt. Gehen wir hier wieder hoch. Jetzt können wir natürlich mit der Lava wahrscheinlich auch andere Wege kommen, wo wir vorher gar nicht hätten hinkommen können. Und das heißt, wir müssten dieses Tor ja auch finden können, ohne dass wir uns, dass wir tierisch viel Schaden nehmen. Behaupte ich mal. Vielleicht gibt es ja irgendwo so einen Lava-Fluss, wo wir rüber müssen. Oh, da liegt auch jemand. Eine Seele. Vielleicht können wir da raufspringen, warte mal. Mit einem beherzten Sprung. Oh, wahrscheinlich eher ist es wahrscheinlich, dass wir hier rauffallen. Oh, und wieder voll daneben. Okay. Ah. Oh. Aufpassen, hier beim Runtergehen. Vielleicht sollten wir was trinken kurz. Einfach, wenn ich nochmal runterfallen, dass ich nicht gleich ganz tot bin. Und wir kriegen ja eh wieder neue Flakons hier oben. Und Leuchtfeuer. Super! Können wir aufsteigen? Können wir, ne? So, was nehmen wir denn mal? Beweglichkeit. Ich glaube, ich nehme die Konditionen. Und ja, also ich glaube, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.